Kapitel 2 – Die Fremden. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. So. Alicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Also, die wollten jetzt keine Tücher haben, deswegen... Wo sind denn nur alle? Nehme ich mal an, Äpfel. Die wollen so Hugo, trocken werden. Jetzt nicht. Aber... Nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Vor allem, wenn die schon alle verdorben sind. Wie lange sind die Leute schon weg? Da müssen eine Menge Leute sein. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Verzeiht, ich bin die Tochter von Signor Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der Deruhn wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Komm wieder zu mir, Kleiner. Ich glaube, hier hilft bitte, uns niemand. So helft uns doch. Geht weg. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Ja. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Mein Gott. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Lauf! Ich habe keine Ahnung wohin, aber lauf! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Hat was von Resident Evil. Wir müssen uns verstecken, Amicia.
Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Warte. Dann schnapp ich sie mir. Und jetzt? Dreht er sich auch mal um? Also anscheinend soll ich auf den... Moment. Was war das für ein Geräusch? Komm! Fast geschafft. Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Lang. Komm, lauf so schnell du kannst. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da, die Mauer. Sie kommen. Schnell, schnell. Du auch, schnell. Die verstecken sich in irgendeinem Loch. Die Schlangen. Wo sind sie denn nur hin? Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Los, schieben wir sie. Ja. Aber wohin? Ach so, verstehe. Ja, ja, verstehe. Gut, jetzt können wir raufklettern. Den da hochhiefen? Nee. Hier ist aber auch nichts, was ich irgendwie da hinstellen könnte. Oder? Doch, Moment. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Schieben. Ja. Na los. Nein, nach rechts. Hallo. Komm. Komm, ich hebe dich hoch. Na gut. Wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Sie wird nicht halten! Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Und jetzt? Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese Seite! Hä? Wohin soll ich? Hallo? Leute, was soll ich tun?
Das ist jetzt euer Ernst? Kann ich nicht hoch? Ich kann nur hier rum. Die kann ich nirgendwo was machen. Was ist das? Was soll das? Da bist du ja. Ja. Ich habe was zum Aufklettern gefunden. Toll. Gut gemacht. Ich stehe hier eine Stunde. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Bist gar nicht so doof, wie ich jetzt gedacht habe. Na los, komm schon. Hier, gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Jetzt komme ich denn nicht hoch? Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht Hallo, nicht. Hallo, du sollst hochklettern. Ja, los. Bleib hier und kann, du kannst herkommen. Ich komme. Nix, bleib hier. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Connor, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische... Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Die kommen hier nicht lebend raus. Müssen Unschuldige verbrennen. Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kam sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Hä? Büsche, 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 Büsche. Oh, oh, oh. Büsche. Das ist gut, da sind wir schon mal sicher. Ich hab was gehört. Da bin ich mir sicher. Nein, nicht schon wieder. Hier! Lauf! Was jetzt? Verdammt! Ich weiß nicht. Wohin? Wir sitzen in der Falle. Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Aber mach schnell. Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Komm, Amicia. Lauf. Ich kann nicht mehr, Amicia. Doch, du kannst, du kannst. Wir müssen weiter, nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. Ich bin ein bisschen besoffen, aber ansonsten... Verdammt. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Okay. Oben in einer Truhe, hat sie gesagt.
ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Jungs. Mal schauen, ob ich jetzt hier noch irgendetwas nehmen kann. Ich will ja das gute Mütterchen nicht ausrauben. Da ist was. Weihrauch. Derselbe, den Mutter immer verwendet hat. Okay, keine Ahnung, was ich damit noch machen kann, aber nehmen wir mal mit. Hier ist nichts. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Okay. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Haben wir ja sonst noch irgendetwas? Nee. Da ist ein Loch, das ist schon mal gut, falls wir da raus müssen. Da ist auf jeden Fall Leder, aber... Ah, da. Leder. Gut, dann an die Arbeit. So, muss ich das reparieren? Die Schleuder auf der Werkbank, okay. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Also, halte A gedrückt, um deine Schleuder zu reparieren. Achso. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Okay. Verringert die Zeit, in der Amika ihre Schleuder hervorholt und lädt. Dazu bräuchte ich aber noch einiges mehr. Beutel verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Da brauche ich aber auch viel mehr für. Ich denke mal, da brauche ich alles für, was jetzt rechts angezeigt wird. Inventartasche, Munitionstasche, Ausrüstung. Okay. Gut, ich sollte mich bei Clervi bedanken. Das heißt, wenn ich irgendwo so eine Werkbank finde, kann ich die also immer verbessern, nehme ich mal an. Leider habe ich nicht genug Leder oder sonst irgendetwas. Kann ich dich mitnehmen? Anscheinend nicht. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clervi. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf! Sei still! Kinder, macht nicht so viel Lärm! Ich will zu Mama! Sei still! Du bringst uns noch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Ich will zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du lügst!
Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst, ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen, das ist doch verrückt. Ach, das war so klar. Kann ich ihm hinterher schreien? Nee. Hugo, komm zurück. Was macht er denn? Er hat sich wahrscheinlich gleich fangen lassen, nehme ich mal an. Wo zum Teufel sind die? Oh nein, er wird uns noch umbringen. Hugo, bitte, es tut mir leid, warte. Mein Gott, oh Gott, Hugo! Ups. Ich hätte dich nicht anschreien sollen, hör mir doch zu. Nein, lass mich los, es tut mir leid. Nein, lasst ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg. Ich wollte das nicht. Amicia! Amicia! Hugo! Ich komme! Ich hoffe, ich habe überhaupt noch genug Steine. Ah. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf deine Schwester! Amicia! Amicia! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen! Ich werde mit dir anfangen! Warum musst du hier hierher kommen? Zwingt mich diese nicht! Diese Rüstung hat Äxten und Schwertern standgehalten! Gegen die Rüstung zu schießen ist zwecklos! Du bist ganz... Ja, was soll ich dann machen? Aber ich brauche nur einen Treffer! Nur einen! Schnell! Bitte! Ich will das nicht! Lasst uns gehen! Zu spät! Lasst sie in Ruhe! Du entkommst mir nicht! Früher oder später! Mist! Oh, ich hab auch nichts... Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Oh nein. Ich habe aber nur noch drei Stück. Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Du bist ganz schön. Aha, so eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ich bin ein wenig eingerostet. Du entkommst mir nicht. Früher. Ich habe keine Angst vor dem Tod. So, oh, lauf. Alles genommen, was ich hatte. Bitte. Ich hab doch eh nicht mehr genug Steine. Das reicht. Bringen wir es hinter uns. Ja, bring mich wieder zu meinem Sohn. Na los, mach schon. Ich brauch Steine. Nein, ich will nicht. Bitte. Einer von uns wird sterben. Und der Sieger. Hab ich's geschafft? Amicia! Du hast ihn getötet. Ja, wir können fliehen.
Da waren Steine, die würde ich gerne nehmen. Komm mit. Fuck, ich muss wieder laufen.